Herr Bundesrat Florian Krumbück, ich erteile dieses. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen uns heute nichts vormachen und wir müssen auch die Sache beim Namen nennen. Zum einen hat der Einmarsch Russlands in die Ukraine, dieser eiskalte Angriffskrieg Putins, unser alltägliches Leben verteuert und unsicherer gemacht. Das betrifft gerade auch die Energie. Aber, und lassen Sie uns das auch einfach klar benennen, die Notwendigkeit für eine Energiewende bestand schon zuvor und sie wird auch dringend gebraucht und wir dürfen das eine nicht ohne das andere denken. Wir im Parlament haben gemeinsam mit der Bundesregierung bereits im vergangenen Jahr mit ganz breiter Mehrheit das Erneuerbarenausbaugesetz zum Beispiel auf den Weg gebracht. Dieses bringt, wie der Kollege Groß ausgeführt hat, 100% erneuerbare Energie aus zur Stromproduktion bis 2030 und Klimaneutralität bis 2040. 1 Milliarde Euro investieren wir da jährlich dafür seitens der Bundesregierung. Oder anders gesagt, wir leben hier Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen in Österreich, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wind, Sonne, Wasser. Land feiert die Stromrevolution. Diese Headline ist kein Wunschdenken von mir als jungen Abgeordneten. Sie stammt vom 6. November 2015 und bezieht sich auf mein Heimatbundesland Niederösterreich. Niederösterreich ist seit fast 7 Jahren bilanziell unabhängig von fossilen Energieträgern bei der Stromproduktion und mittlerweile eint uns das auch mit Kärnten und dem Burgenland oder auch mit Salzburg und Tirol. Das ist aber vor allem ein Zeichen dafür, dass der Kraftakt zu dieser Energiewende auch für uns zu stemmen ist und ich bin da deshalb auch ein bisschen positiver gestimmt als der Kollege Groß, wenn es auch um die Daten der Vergangenheit geht. Im Vergleich der letzten 15 Jahre von 2005 bis 2020 konnten wir den Energieverbrauch Österreichs trotz Wachstums, trotz Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums konstant halten bzw. sogar leicht senken, aber dabei sogar die Bedeutung der erneuerbaren Energieträger erhöhen. Wir sprechen von 36% plus bei Photovoltaik, 12% plus bei Windkraft, minus 3% bei Kohle oder minus 2% bei der Energie aus Öl. Und um das auch zu sagen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir waren das alle gemeinsam. Bundesregierungen, die bestanden sind aus ÖVP, aus SPÖ, aus FPÖ, aus den Grünen oder auch Landesregierungen, wo dann auch die Neos mitregieren. Aber, und Sie werden mir das erlauben, und Sie werden sich darüber wenig wundern, ich bin stolz darauf, dass gerade in den Ländern dieser Ausbau die Handschrift der Volkspartei trägt. Eine Handschrift geprägt von Realismus, weil, geschätzte Damen und Herren, die Nachhaltigkeit liegt in unserer DNA als Volkspartei. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es sind all das Zeichen, die uns eigentlich grundsätzlich positiv stimmen sollten. Wir sollten nicht mit einer Stimmung aller Apokalypse in diese Sache hineingehen, in dieses Thema angehen, sondern eigentlich ein bisschen Zuversicht zeigen. Wir haben mit dem EAG nämlich ein gutes Werkzeug in der Hand und wir haben mit diesen Zahlen, die ich Ihnen gerade gesagt habe, ein gutes Fundament, auf dem wir aufbauen können, weil wir sprechen nicht weniger vom Um- bzw. sogar Neubau unserer Energieversorgung. Mit dem EAG wollen wir den Anteil der Erneuerbaren ja deutlich erhöhen. Wir sprechen insgesamt von 27 Terawattstunden oder anders gesagt 3 Jahren Energie für Wien, die wir in den kommenden 10 Jahren produzieren wollen aus erneuerbaren Energiequellen. Der Ausbau von Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft, Biomasse, Biogas führt zum Ausbau von Energie made in Austria und dieser Ausbau führt uns vor allem aus der Abhängigkeit und in eine Zeit, in der unsere Wirtschaft, nämlich Industrie und Mittelstand und auch unsere Landwirtschaft stark von diesen Investitionen profitieren werden können und vor allem in einer Zeit, wo Konsumentinnen und Konsumenten vergünstigt den Strom aus diesen erneuerbaren Energiequellen nutzen können. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Krise in der Ukraine macht es aber nochmals dringlicher, dass wir diese Werkzeuge bestmöglich nutzen. Und deshalb kann ich nur Sie bitten, Frau Minister, nicht in einem Reflex auch die Kritik und die Anregungen von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Bernkopf und dem oberösterreichischen Landesrat Achleitner einfach wegzuwischen. Wir haben hier eine gewisse Notwendigkeit. Die Länder und Gemeinden, die Verbraucher und Produzenten brauchen bessere Rahmenbedingungen bei UVB-Verfahren für den notwendigen Netzausbau zum Beispiel, weil wie sonst wollen wir es schaffen, 27 Terawattstunden Energie auch in diese Netze zu bringen. Wir brauchen noch teilweise Antworten auf offene Fragen durch ausständige Umsetzungsverordnungen im Rahmen des Erneuerbaren Energieausbaugesetzes und wir brauchen vor allem auch, und das ist, glaube ich, in dieser aktuellen Situation ganz wichtig, Klarheit bei der Energielenkung im Fall einer Energiekrise. Ich finde, es muss
Es muss jetzt informiert werden, wer im Fall vom Ausbleiben russischen Gas in welchem Ausmaß auch betroffen ist, um darüber auch diskutieren zu können. Es geht da um ganz verschiedene Themen, nicht nur sozusagen um den Privathaushalt und die Frage, wann und wie viel kann ich heizen, wie warm ist meine Wohnung. Es geht da um Lebensmittelsicherheit. Ich meine, bei uns in Niederösterreich sind 80% der Bäckereien abhängig von Gas, um Brot zu backen. Es geht um Maschinen, die einfach kaputt sind, wenn das Gas nicht mehr fließen kann. Und es geht dann auch um Arbeitsplätze. Wir dürfen meiner Meinung nach in keine Situation kommen, wo wir politisch Haushalte gegen Unternehmen auseinanderspielen. Wir brauchen deshalb jetzt auch eine gesellschaftlich tragfähige Ausgestaltung. Und ich glaube, das erreichen wir mit einer möglichst großen Transparenz und Offenheit in der Diskussion über diese Frage. Ich darf an dieser Stelle aber auch einen klaren Appell an die Opposition richten, nämlich im Zusammenhang mit der laufenden Debatte um die Energiekosten. Ich würde Sie bitten, hier auch Verantwortung wahrzunehmen und mit einer Verunsicherung der Österreicherinnen und Österreicher aufzuhören. Sagen Sie auch den Menschen, was wir hier gemeinsam oder teilweise auch zu großen Teilen beschlossen haben, beziehungsweise heute auch noch beschlossen werden. Schauen Sie sich das an, wir haben alleine bei der ökosozialen Steuerreform, auch wenn sie nicht dafür gedacht war, Teuerung abzufedern, sondern Menschen mehr Geld im Geldbeutel zu lassen. Ja, knapp 1,6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, die von der Erhöhung des Familienbonus Plus und des Kindermehrbetrags profitieren werden. 312.000 davon in Niederösterreich. 6,8 Millionen Menschen, die von einer Tarifsenkung, der Erhöhung des SV-Bonus und den Pensionistenabsatzbeträgen profitieren werden. 1,3 Millionen Niederösterreicherinnen zum Beispiel im Ausmaß von 704 Millionen Euro. Rund 771.000 Betriebe und Unternehmen werden entlastet. Wir sprechen vom regionalen Klimabonus, der noch einmal 1,2 Milliarden Euro an die Österreicherinnen und Österreicher überweist, nämlich genau dorthin und dort mehr, wo das Öffi-Angebot schlecht ist, wo es wenig Öffi-Angebot als Substitut gibt. Wir sprechen, das WIFO spricht von knapp 738 Euro an Energie- und Treibstoffkosten, die zusätzlich auf die Österreicherinnen und Österreicher dazukommen werden, auf die Haushalte. Und ganz oft wird es einfach schon so sein, dass die ökosoziale Steuerreform diese Mehrkosten zu guten Teilen abdeckt. Wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, seitens der Regierungsparteien ein weiteres Paket um 4 Milliarden Euro zu schnüren, nämlich nicht nur kurzfristig, sondern für ganze 14 Monate bis zum nächsten Sommer. Das umfasst die Aussetzung der Ökostrompauschale, den Teuerungsausgleich für vulnerable Gruppen, den wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben, um 300 Euro, den Energiekostenausgleich, die Erhöhung der Pendlerpauschale, die Senkung der spezifischen Energieabgaben um 90%. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, sagen Sie auch das den Menschen, die sich an Sie wenden. Seien Sie ehrlich in Ihren Antworten, dass die Regierung arbeitet, dass wir miteinander arbeiten, dass wir gemeinsam wichtige Beschlüsse fassen. Schenken Sie den Leuten reinen Wein ein und lassen Sie dieses politische Gift mischen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Aber, und lassen Sie uns auch hier ehrlich sein, wir werden nicht überall die Teuerung zu 100% abfangen können. Es wird schon gar nicht einfache Antworten geben, wie pauschale Steuersenkungen für alles und jeden, wie Sie sich wünschen, geschätzte Kolleginnen, die zugleich treffsicher sind und wirken, wo die Not am größten sind. Lesen Sie einfach zum Beispiel einen WIFO-Bericht. Die Senkung der Mehrwertsteuer geht in vielen Fällen mit problematischen Verteilungseffekten einher. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ihr Anliegen sein könnte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen hier nämlich zielgerichtet handeln. Und das Ding ist, wir können uns gegenseitig überbieten mit Forderungen. Aber die beschlossenen Maßnahmen müssen zuerst wirken, dann müssen wir die Wirkung analysieren und dann neue Maßnahmen setzen. Weil irgendwann muss nämlich irgendwer auch die Zeche zahlen. Und ich sage es Ihnen, wenn wir das alles auf Pump finanzieren, dann trifft das uns Junge und vor allem wird das mit der Inflation auch nicht besser, wenn wir eine riesige Geldschwemme auslösen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns um den Energiemarkt kümmern, dann sage ich Ihnen als Abgeordneter der ÖVP und auch als wirtschaftsliberal denkender Mensch auch ganz klar und deutlich, wir müssen zwischenzeitlich auch dafür sorgen, dass der Energiemarkt weiter funktioniert. Weil wir leben in einer ökosozialen Marktwirtschaft und nicht im Wilden Westen, wo die Goldgräberstimmung Regeln aussetzt. Darum haben wir die Preiskommission zum Beispiel eingesetzt als Bundesregierung, wo Regierung, Sozialpartner, Expertinnen und Experten vertreten sind. Und deshalb schauen wir auch darauf, dass auf diejenigen, die in der Kriegssituation Gewinne auf Kosten der Bürgerinnen machen wollen und dazulangen, damit wir hier Fairness ermöglichen.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Ich bin mir sicher, dass Fragen der Energieversorgung uns in den nächsten Wochen und Monaten weiter und länger beschäftigen werden, egal ob es um den Krieg oder um den Klimawandel geht. Beides ist hier ein Faktum. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir auch eine riesige Verantwortung haben, unser Energiesystem um- bzw. neu aufzubauen, damit wir den Herausforderungen der Zukunft auch gewachsen sind. Es geht um mehr erneuerbare Energie, bessere und leistungsfähigere Netze, weniger Abhängigkeit von Gas und Öl und damit auch von manch zwielichtigem Staatenlenker. Wir brauchen dafür aber auch Realismus und Mut und weniger Schlagzeilen und weniger mit dem Kopf durch die Wand. Aber, und das ist das Positive, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dass Sie sich heute mitnehmen sollten, wir haben dafür nicht nur eine gute Ausgangsbasis, sondern auch die richtigen Werkzeuge in der Hand. Sorgen wir also gemeinsam für Fortschritt, Energiesicherheit, leistbare Preise bei uns in Österreich und lassen wir dieses politische Hickhack, das heute schon wieder spürbar ist und das niemanden interessiert, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, beiseite. Applaus